Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Coral Island. Letzte sieht heute glücklich aus, wunderbar. Wir sollen noch ein Radieschen abgeben an Noah, der hatte gefragt. Ja, guck mal. Radieschen. Müssen wir hier irgendwie drin haben. Da haben wir eins. Hier haben wir bestimmt bessere drin, oder? Lass uns vielleicht mal einen Bronzenitzen nehmen. Da, ein Radieschen. Und ein bisschen Käse, Mayonnaise. Haben wir schon fünfmal, super. Käseräder haben wir auch. Die können hier schon mal weg. Ja, wir haben ein bisschen was aufzubrechen hier heute. Und vielleicht können wir noch mal in die Mine gehen heute. So, wir haben nur noch 4 Tage bis zum 28. Das heißt, ich würde wahrscheinlich hier die Steckrüben dann mal lieber pflanzen. Heute ist so ziemlich der letzte Tag im Frühling, wo wir dann noch mal was anpflanzen können. Die hatten wir uns extra nochmal besorgt. Ansonsten bauen wir hier nur noch Kartoffeln an, weil die eigentlich ganz gutes Geld bringen. So, was haben wir hier? Denn damit? Sieht wohl nur so aus, als wenn da welche rumliegen. Ach nee, Inventar ist voll. Okay. Ja, dann Moment. Dann gucken wir nochmal. Aber ich glaube, Erbsen sollten wir auch alle soweit voll haben. Hier haben wir die. Okay, das sind dann wahrscheinlich die, die wir aufsammeln werden noch. Die haben wir voll. Die haben wir voll. Was ist mit normalen? Haben wir gar nicht. Okay, dann verkaufen wir erstmal wieder ein paar Sachen. Genau, die Mohnblumen, die werden wir verschenken. So, und dann heben wir jetzt hier die nochmal auf. Zack. Gürkchen haben wir auch nochmal gesammelt. So, von denen kriegen wir die 5 nicht mehr zusammen. Da können wir nochmal 2 reinlegen. Wie sieht es hiermit aus? Haben wir, gut. Okay, sehr schön. So, die packen wir dann erstmal wieder rein. Wilde Samen können auch mit rein. Ja, dann kümmern wir uns um die Tiere und dann gucken wir noch mal unten bei den Bäumen, ob wir da auch wieder neu ernten können. Ja, schön, wenn es regnet, dann brauchen wir uns hier um nichts kümmern. Was draußen angeht, da wird alles von selbst gegossen. Wir haben natürlich viele Sprinkler, da wird uns schon sehr viel Arbeit abgenommen. Aber so gießen wir auch die Bäume immer mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das einen Unterschied macht. Sam sagt, Bäume braucht man eigentlich nicht gießen.
Wir machen es trotzdem, einfach weil die Möglichkeit auch besteht und da sogar eine Anzeige erscheint, dass man jetzt zwei von vier Feldern zum Beispiel gegossen hat. Wir machen es einfach mal mit. Energie haben wir genug. Der Tag ist auch ja, lang genug, dass wir das machen können. Ja, ich wollte hier noch ganz gerne das Heu platzieren. So. Ja, Platz für Milch haben wir auch noch. Haben wir das auch fix? Okay, den ganzen Kram verarbeiten wir natürlich noch. Eigentlich bräuchten wir noch mal eine vierte. So, jetzt gehen wir noch mal runter. Ach so, lass uns kurz die Wolle noch mal ablegen. Die könnten wir mal verkaufen. Ich glaube, das machen wir mal. Okay, der Harz ist fertig und die ganzen Säfte. Können wir auch immer gut verkaufen, gibt auch ein bisschen Geld. Braucht man nichts machen hier bei den Bäumen. Einfach nur ernten, sobald es fertig ist. Ist auch sehr praktisch. So, und dann machen wir uns gleich auf die Suche nach Noah. Schauen, vielleicht sehen wir ihn ja schon irgendwo. Die meisten bleiben heute wahrscheinlich drin bei dem schlechten Wetter. Da, ich glaube, Noah ist im Gemeindezentrum, soweit ich das jetzt sehen kann. Und dann geben wir ihm mal das Radieschen hier. Und dann ist er auch happy. So, und in die Stadt wollen wir sowieso für die ganzen Fossilien und Geoden, die wir auch brechen können. Da ist er. Frühlingsregen habe ich am allerliebsten. Dadurch wird es vielleicht ein bisschen schlammig auf der Farm, aber das ist es wert, wenn ich sehe, wie danach alles wieder frisch ist und funkelt. Ich muss meine Badehose rausholen. Es scheint, als würde das Wetter wärmer werden. Danke, kein Problem. Wir holen uns die Belohnung ab. Und haben hier sogar nochmal zwei Geschenke. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, du bist nicht auf der Suche nach einem Lied hergekommen, denn ich bin nicht hier, um zu singen. Draußen regnet es nur so stark, also, wie war deine Frage? Theo scheint sich zu konzentrieren. Großartig, ich danke dir. So, mal gucken, ob das Veilchen hier Anklang findet. Ach, dieses Ding. Was ist denn dein Problem? Ich weiß nicht genau. Ich habe den Computer benutzt und der ist abgestürzt. Ich habe ihn neu gestartet, aber jetzt ist irgendwie alles durcheinander.
Ich kann es Millie nicht einfach sagen, denn obwohl ich in ihrer Abteilung arbeite, ist es mir technisch nicht erlaubt, bestimmte Dinge zu benutzen. Ich weiß es nicht, okay? Schau mich nicht so an. Tatsache ist, dass der Computer abgestürzt ist. Meine Güte, was machen wir denn jetzt? Hast du vielleicht versucht, Lilly mal um Hilfe zu bitten? Tolle Idee, suchen wir sie. Hoffen wir, dass Millie den Computer nicht benutzt, bis er repariert ist. Oh. Hi Jürgen. Hi Jürgen, was machst du hier? Ich suche nach Büchern. Ja, natürlich. Ich schätze, es war einfach eine nette Überraschung, dich hier zu sehen. Das ist alles. Ich habe dich doch nicht erschreckt, oder? Oh, hör dir das mal an. Ich habe ein paar neue Artikel über die kichernde Fee gelesen. Offensichtlich hat dieser Kerl... Oh, hey Millie. Tut mir leid, dass ich dich auf dem Weg nach draußen aufhalte. Ich suche nach Artikeln über die kichernde Fee. Kennst du da spezielle Bücher? Ich könnte mich jetzt so aus dem Stegreif nicht erinnern, aber sieh dich ruhig bei den neuen Lieferungen mal um, wenn du möchtest. Klasse, sehen wir mal nach, Jürgen. Folgt mir. In diesem Bereich gibt es vielleicht das, wonach du suchst. In den Schachteln ist noch mehr, aber richte kein Chaos an, okay? Verstanden, danke Millie. Also ja, wo war ich? Oh, richtig, der Artikel über die kichernde Fee. Ah, tut mir leid, ich wurde abgelenkt. Also, dieser Typ ist gegen 3 Uhr früh aufgewacht. Da erscheint die kichernde Fee immer, verstehst du? Es ist von einem verstörenden lauten Gekicher wach geworden. Er hat in seinem Garten ein grünes Licht gesehen und ist hinausgegangen, um ihm nachzulaufen. Wie toll ist das denn? Ich wäre drin geblieben und hätte von meinem Fenster aus ein Foto gemacht. Es ist nicht das erste Mal, dass ich von diesem Phänomen der kichernden Fee gehört habe. Bei einer Dame auf Turtle Island ist es auch aufgetreten. Da hat es um 3 Uhr früh geschlagen und sie sagte, dass das Kichern ohrenbetäubend war. Es hat sie umgehauen. Sie ist dem Geräusch nachgegangen und überall war grünes Licht. Sie hat gesagt, sie hätte eine Fee auf einem Ast sitzen gesehen, die mit den Beinen gewippt hat. Dann wurde die Dame ohnmächtig. Also, ich muss zugeben, das ist jetzt wirklich seltsam. Ich habe versucht, mehr über die Geschichte herauszufinden, aber ich glaube, es gibt keinen weiteren Artikel mehr darüber. Vielleicht kann ich zu Alice gehen. Mal sehen, ob sie etwas darüber herausgefunden hat. Das machst du also in deiner Freizeit? Ja, Alice und ich stecken normalerweise unsere Köpfe zusammen und reden über all die seltsamen Dinge, die auf der Welt passieren. Die kichernde Fee, fliegen Untertassen, riesige Feldfrüchte, dreiköpfige Wale, such dir was aus. Ich versuche über so viele Phänomene wie möglich zu lesen. Ja, dreiköpfige Wale. Eine ziemlich schauerliche Geschichte, was? Komm, ich erzähl dir mehr davon. Schnappen wir uns aber davor noch ein paar Bücher und setzen uns. Wir können reden und lesen, wenn du willst. Ich mache uns einen heißen Tee. Ja, von mir aus. Ach, mir gehen die Ideen aus. Ich schreibe und schreibe und schreibe und nichts. Oh, hey. Willkommen in der Bibliothek, Jürgen. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ich wollte plaudern, aber wenn du beschäftigt bist, kann ich später nochmal wiederkommen. Ich brauche auch noch ein Buch über das Angeln. Oh nein, nein, ich bin überhaupt nicht beschäftigt. Ich schreibe nur an dem Starlet Digest für die nächste Saison. Es ist langweilig, verstehe mich nicht falsch. Ich liebe diesen Job. Ich liebe es, mich um das Vermächtnis dieser Stadt zu kümmern und ihre einzige Zeitung. Und weißt du, Jürgen, als Redakteurin des Starlet Digest gebe ich ihr nicht die Schuld dafür, dass sie langweilig ist. Ich meine, die Menschen mögen ungezwungene Nachrichten, stimmt's? Ich habe nur das Gefühl, dass mich das nicht mehr erfüllt.
da. Bevor ich diesen Job angenommen habe, habe ich immer davon geträumt, dass ich eines Tages fesselnde Geheimnisse untersuchen würde. Neue Beweise finden, die Menschen dazu bringen, mehr über Streitfragen zu sprechen, die Geschichte der Woche zu sein. Aber nachdem mir klar wurde, was einem die öffentliche Meinung antun kann, bin ich auf Abstand gegangen und so ist meine Situation seitdem immer noch. Ich habe zu viel Angst, um es zu machen, Jürgen. Ich bin nicht mutig genug. Es ist nur so, was, wenn ich über etwas schreibe, das mir am Herzen liegt und die Leute hassen es? Was dann? Was, wenn die Leute es hassen? Entscheidend ist doch, ob du mit dem zufrieden bist, was du veröffentlichst. Fang einfach damit an. Du hast recht, Jürgen. Ich muss ich selbst sein, für mich, nicht für jemand anderen. Und ich möchte dafür bekannt sein, wer ich bin. Diese Insel muss etwas haben, dass Millie ins detektivische Auge gesprungen ist. Ja, tatsächlich, wo wir gerade von Geheimnissen sprechen. Vergangene Woche habe ich etwas über eine blaue Blume gelesen. Ich werde sie suchen. Bla bla bla. Ah ja, hier, da. Von vielen wird sie als faszinierendste Blume aller Zeiten angesehen. Die Amorblüte, die nur in Blauschattierungen vorkommt, ist einzigartig. Sie ist besonders berühmt für ihren Duft und es geht das Gerücht, dass sie nur an kühlen Abenden erblüht. Da sie nur selten gesichtet wird, müssen die Wissenschaftler erst noch die Ursache ihrer exzentrischen und unvorhergesehenen Blüten feststellen. Der alte Bericht eines Augenzeugen ist einer von zwei Belegen, der jemals aufgezeichnet wurde. Es ist wichtig anzumerken, dass bis jetzt noch keine Fotografie vorliegt. Bei der Befragung gibt ein aktueller Zeuge an, dass die Amorblüte zu Staub verfällt, wenn sie gepflückt wird. Interessant. Wie alt ist denn dieses Buch? Wirklich alt, ich weiß, was du denkst. Dieses Buch wurde vor fast 60 Jahren veröffentlicht und du hast recht, das ist vielleicht nicht mehr der verlässlichste Bericht. Also ist es Zeit, einen weiterführenden Artikel darüber zu schreiben, einen kontroversiellen Beitrag über die sogenannte mysteriöse Blume. Jürgen, verstehst du es nicht? Das wird unser Debüt. Ups, hätte ich fast vergessen. Jürgen, du findest das Buch über das Angeln doch selbst, oder? Naja, wir schauen mal. Jürgen, ich freue mich, dass du hergekommen bist. Sieh dir das mal an. Ich recherchiere für eine Geschichte im Scarlet Diggers über die Geschichte unserer Stadt und habe diese alten Fotos im Archiv gefunden. Das war die Farm deiner Großeltern, als sie erbaut wurde. Ich dachte, das würdest du vielleicht gerne sehen. Auch viele verschiedene Feldfrüchte. Ich frage mich, was sie damals angebaut haben. Das sind anscheinend Erdbeeren und vielleicht Blaubeeren. Das ist schwer zu sagen in Schwarz-Weiß. Oh, ein Fratz mit ihrer Puppe. Da steht nichts drauf. Hast du was gefunden? Das ist meine Schildkrötenpuppe. Ich habe das Foto gemacht. Oh, meine Güte, hast du deine Schildkröte mitgebracht, als du wieder eingezogen bist? Darf ich sie sehen? Wenn das deine Puppe ist, müsste sie deine Freundin sein. Auf den Bildern sieht es so aus, als würde ihr deine Familie sehr nahe stehen. Meinst du, sie könnte mit dem ursprünglichen Besitzer des Bauernhofs verwandt sein? Interessant. Du fragst dich, wer das kleine Mädchen auf dem Foto ist. Ja, wie könnte das sein? Mach schon, frag mich, wie mein Tag war. Mein Tag war spitze, danke der Nachfrage. Kannst du Frank und Frei sagen, wenn du Frank heißt? Das ist auf Nummer sicher, hey, danke.
Holst dir, Mädchen, holst dir. Gut gemacht. Du hast es wirklich weit gebracht, nicht wahr? Es ist noch nicht so lange her, dass ich dich im Wald gefunden habe und jetzt sieh dich an, verspielt, lebhaft und ganz unter uns gesagt, du riechst jetzt viel besser. Aber vor uns liegt jede Menge Arbeit, du hast noch einen weiten Weg vor dir, bis du wieder dein Normalgewicht hast. Aber rate mal, ich habe eine Überraschung für dich. Überraschung, brandneues Hundefutter. Mach es nicht schlecht, bevor du es überhaupt probiert hast. Das ist meine eigene Spezialmischung mit konservierungsfreiem Huhn, regionalem organischem Reis und einem gesunden Mix wichtiger Vitamine und Nährstoffe, die garantiert diesen Funden auf den Leib rücken. Es ist gut für dich. Sei nicht pingelig, komm schon, ich gebe dir sogar die Spezialbehandlung. Ich bin gleich bei dir, Mädchen, du brauchst die Ernährung wirklich. Dir geht es jetzt besser als früher, aber du bist noch nicht über den Berg, weißt du? Ich versuche ja nur, dir zu helfen. Aber du musst mir vertrauen, okay? Das geben wir allen Welpen hier im Heim und sie lieben es. Du kommst schon wieder in Ordnung, das verspreche ich dir. Stimmt, du schaffst das. Du bist ein gutes Mädchen. Siehst du, ist das nicht herrlich? Noch ein paar Portionen davon und du bist wieder... Fühlst du dich? Oh. Ja, das mochte sie wohl nicht, das Essen. Bitte sei okay, bitte sei okay. Sag mir, dass sie okay ist. Es war knapp. Das arme Ding hatte einen anaphylaktischen Schock. Es war allergisch auf etwas, das es gegessen hat. Oh nein. Aber keine Sorge, sie kommt über die Runden. Hat sie in letzter Zeit irgendein neues Futter bekommen? Irgendetwas, was sie vorher nicht gefressen hat? Oh nein. Was war es? Die Spezialmischung. Sie wollte sie nicht essen, aber ich gebe es all meinen Streunern. Ich habe nicht eine Sekunde an Allergien gedacht. Sie wollte sie nicht essen. Ich möchte sie ein bisschen hier behalten zur Beobachtung, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, natürlich. Hol dir eine Mütze voll Schlaf, Marc. Sie kommt über die Runden. Sie wollte es nicht fressen. Er macht sich natürlich Vorwürfe jetzt. Das ist klar. Kugelfisch verlegen ihr Büro hierher, um Grundstücke zu kaufen. Ich hoffe, dass ihnen niemand etwas verkauft. Es wäre eine Schande, wenn auf Coral Island Öl gefördert werden würde. Ich werde mich eine Weile entspannen und den Regen genießen. Ich arbeite einfach später weiter. Vielen lieben Dank. So, wir können hier oben vielleicht nochmal schauen, was wir uns von den Punkten mal kaufen können. Wir haben 1170. Die Ausdauerfrucht haben wir schon gekauft. Und ja, wir haben hier noch Elixiere, die wir kaufen könnten. Und ein paar besondere Vogelscheuchen. Ja, ich würde sagen, da brauchen wir jetzt nichts unbedingt von. Wir sparen uns die Punkte. Vielleicht
Vielleicht wird irgendwann mal was nachgeliefert in einem Update, wo man dann nochmal neue Sachen kaufen kann. Vielleicht spezielle Samen oder sowas. Gehen wir mal erstmal die Fossilien aufbrechen. Ein Stegosaurusbein, Knochen und ein Mammutschwanz. So, was haben wir denn hier noch an Forschungen eigentlich? Da geht es dann schon mit Osmium-Seetang los. Ja, könnten wir mal gucken, ob wir das mal machen. Und Geräte entwickeln wollen wir eigentlich auch noch mal machen. Aber erstmal verbessern wir noch mal unsere Werkzeuge. Die Angel und das Fangnetz. Die Narzisse werden wir sicherlich auch noch irgendwie los. Es regnet draußen stark, also könnte ich auch ganz einfach den Schmelzofen anlassen und ein wenig arbeiten. Der Beruf eines Schmieds ist irgendwie banal. Tag für Tag die gleiche Routine. Aber manchmal ist das Alltägliche doch gut, nicht wahr? Ich will das Alltägliche auch, wenn es um mein Liebesleben geht. Danke, du bist sehr großzügig. So, dann wollen wir hier die nochmal aufbrechen. Einen Galonitring und ein bisschen Silbererz haben wir noch. Im Edelstein ist eine schwache Reflexion zu sehen. Okay, haben wir alles schon gespendet. Leider nichts Neues dabei für uns. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt noch mehr Zeit verlieren, nehmen wir die Schnellreise. Einmal zur Farm, dann legen wir unsere Sachen nochmal aus dem Inventar ab. Ja, den Zuckerbaumsamen können wir vielleicht sogar noch mal mitnehmen. Und hier schon mal was. Da ist noch nichts fertig. Nee, das Ei werden wir dann nicht los. Und hier können wir mal gucken. Das haben wir noch nicht verkauft. Knochen auch noch nicht. Mammutschwanz noch nicht. Den haben wir schon mal verkauft. Der kommt dann hier in die Truhe. Du bleibst auch drin. Verständlich. Auf in die Höhle. Wollen wir noch mal gucken, ob wir hier ein paar Stufen nach unten kommen? Oh, ein Riesenschleim hier. Was haben wir denn da hinten noch? So ein Monster. Boah, anstrengend hier. Okay, ich mache auch noch mal kaputt hier, zack. Ja, auf jeden Fall immer Erze mitnehmen.
Oh, der ist direkt geplatzt. Und dann geht's auch schon wieder los. Ja, wir setzen wieder auf Steindomino. Ne? Versuchen einfach hier so abzubauen, dass wir vielleicht davon profitieren, dass ein Nebenstein mit kaputt geht. Schauen wir uns noch um, ob wir Adern finden oder vielleicht sogar Edelsteine mal. Ach, der nervt nur. Ja, für mich die schlimmsten Gegner hier, das nervt einfach. Es dauert schon wieder lange hier, bis da mal der Ausgang kommt. Da ist er. Okay, wir sammeln auch wieder ein bisschen Kohle nebenbei. Das ist immer gut fürs Einschmelzen. Dann brauchen wir uns das nicht selber herstellen. Fledermausflügel. Ah, guck mal da oben. Jetzt hier unten noch mal kurz in die Richtung, da war nichts mehr. Dann gehen wir runter. Stufe 15 sollten wir erreichen hier im Durchgang. Oh, sehr viel Erz. Wunderbar. Unsere Gesundheit ist schon ziemlich angeschlagen. In Kämpfen müssen wir ein bisschen aufpassen. Wird schon alles gut gehen, denke ich. So, und hier kommt auch nichts weiter. Keine Edelsteine, keine Erzader. Und runter geht's.
Ja, töten wir die Gegner noch und dann gehen wir wieder hoch. Ich finde es schade, dass man so wenig Edelsteine findet. Ich glaube, da könnten wir noch vieles abgeben im Museum. Ja, Mine verlassen. Und dann können wir nächstes Mal auf Stufe 15 weitermachen. So, einmal zur Farm bitte. Was haben wir denn noch so für Aufträge offen eigentlich? Ach guck mal, hier kriegen wir noch die Belohnung vom Baumpflanzfest. Den Lachs für Jim. Finde einen Hinweis im Ozean. Schenke mir eine Flasche des legendären Seetang. Ach, prima, einer von uns geht zum Orakel. Das Orakel behauptet, es gebe eine Möglichkeit, dich zu einem von uns zu machen. Was auch immer das bedeutet, sammle die benötigten Materialien und finde heraus, was sie meint. Finde den Feuerriesen. Da sind wir bei. Orakel, da müssen wir ins Wasser. Ja, Osmium haben wir auch schon wieder gut gesammelt. Essenzen, die haben wir glaube ich oben. Ach, Osmium-Seetang haben wir hier drin. Das ist ja super. Und die Essenzen nochmal woanders drin. Da. Lockvogel. So, dann hätten wir hier nochmal wieder was zum Aufbrechen. Essen haben wir wo drin? Ich glaube im Kühlschrank, ne? Naja, Zuckerbombensamen. Ja, ich glaube, das haben wir in den Kühlschrank gepackt. Ich weiß gar nicht, warum wir da oben Osmium drin hatten. Auf jeden Fall haben wir hier genug, um Sachen einzuschmelzen. Gucken wir mal hier, silbernen Seetang haben wir. Fünfmal. Da kriegen wir auch keinen mehr raus, aber wir können hier nochmal Osmium-Essenzen erstellen. Und dann würde ich sagen, schmeißen wir mal am nächsten Tag eine Forschung an vielleicht. Die erste. Da brauchen wir nur fünf für. Pflaumensetzling. Im Frühling oder Sommer pflanzen. Wächst in 10 Tagen. Könnten wir eigentlich mal machen, ne? Obwohl, das macht jetzt nicht mehr so viel Sinn, weil der Frühling schon fast vorbei ist. So, wir hätten noch ein Ei zur Verarbeitung. Können wir die Sachen eigentlich auch schon mal verkaufen hier. Genau, silbernen Seetang würde ich dann mal mitnehmen, um zu gucken, ob wir unser Netz vielleicht verbessern können auf die silberne Qualität. Das müssten wir dann aber morgen mal gucken. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal schlafen, gucken, was der Tag gebracht hat. Leistungspunkte, erledigte Besorgungen und hier von dem Purvo-Wald 2 von 3. Mal gucken, was bei im nächsten Jahr passiert, wenn wir die 3 von 3 voll haben. Auf jeden Fall war das noch das Baumpflanz-Festival mit Frank und Theo, hat sich unsere Beziehung erhöht und wir haben 13.000 Gold gemacht. Hier ein bisschen was. Die Tierzucht. Ach guck mal, Wolle ist auch nicht schlecht hier. Und genau, das haben wir auch noch abgegeben. Gut Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.